Der Advent hat in Fischament die Bevölkerung verzaubert. Wir wollten wissen, was das besondere Flair dieses Marktes ausmacht. Wollen Sie hier beim Adventzauber auch was kaufen? Ja, ich bin noch beim Schnuppern, ich bin gerade gekommen, aber das eine oder andere Stück ist mir schon ins Auge gefallen, ja. Was finden Sie ist hier das Einzigartige? Ja, der Flair überhaupt vorweihnachtlichen, also die ganzen Weihnachtsmärkte sind hervorragend im Fischament. Wie sind Sie dazu gekommen, hier auszustellen? Als Obmann des Fischamenter Vereins sind wir natürlich in Kontakt mit unserem Herrn Bürgermeister und interessiert an der Bienenzucht in der Öffentlichkeit bin ich selbstverständlich bei jeder Veranstaltung dabei. Das ist, damit die Leute zusammenkommen, dass man wieder Leute trifft, weil man ja sonst, die meisten sind sehr gestresst und tritt eher Ruhe ein, Gelassenheit, ja, ein bisschen plaudern. Sind Sie immer hier dabei? Ich bin heuer das erste Mal dabei, aber es ist schön und es ist super. Das Einzigartige ist halt, dass es Hobbykünstler sind, also es ist so, dass man als Hobby hier etwas gestaltet, als Hobby etwas macht, um den Menschen Freude zu bereiten. Und das ist auch das Schöne an der Vorweihnachtszeit. Dass wir mit Weihnachten beschäftigen, dass wir die Leute ein bisschen aktivieren wollen, dass sie ein bisschen in Stimmung kommen, damit sie gerne basteln. Sie können jederzeit uns fragen. Wir können uns treffen, wir können mit mehreren Leuten zusammenkommen. Und wir wollen doch ein bisschen schon vorweihnachtlich ein bisschen etwas machen. Viele Vereine sind hier aktiv dabei. Die Imkervereine, Vereine wie der Pensionistenverein machen hier mit und das wird wirklich von der Bevölkerung gut angenommen. Gefallen Ihnen die Produkte der Hobbykünstler? Also gefallen ist hier kein Ausdruck. Man muss einmal die Wertschätzung betrachten, was hier an Arbeit und Mühe investiert wurde und das ist eigentlich das, was den Wert ausmacht. Sie haben ja jetzt eine sehr stressige Zeit, wenn Sie jetzt hier diese weihnachtlichen Sachen sehen, kommen Sie da auch mal runter? Ja, das ist sehr schön, dass man eben weihnachtliche Gefühle bekommt und die Vorfreude auf das Christkind steigt. Was steht für Sie im Mittelpunkt des Adventzaubers? Der Adventzauber im Mittelpunkt steht, mehr oder weniger die Ruhe, die Zusammenkunft und ein bisschen gestalten. Dass wir immer was Neues gestalten können und somit ein Treffen veranstalten mit Kuchen, mit Kaffee, je nachdem, welche Wünsche man hat. Und dass die Leute Freude haben an dem, was wir gebastelt haben.